Ja, welche Bildungsprobleme oder Bildungsfragen hat Mosambik? Mosambik hat natürlich jede Menge Probleme, nicht nur Bildungsprobleme, insbesondere ein Armutsproblem. Also Mosambik ist ein relativ armes Land. Das merkt man sofort, wenn man dorthin kommt. Also man fährt vom Flughafen in die Innenstadt und dort sind jede Menge Hütten, ja, in denen Menschen leben, die praktisch kein Geld haben, also slumartig. Und dass Bildung natürlich nur eines von vielen Problemen, aber auch ein wesentliches. Also Bildung ist natürlich auch der Eintritt in ein besseres Leben. Ja? Und der wird dort aber auch nicht besonders leicht gemacht, der Weg zu Bildung. Also wenn man in die Grundschulen schaut beispielsweise, da sieht es durchaus so aus, dass ein Lehrer vormittags 70 Schüler hat, mittags die nächste Schicht mit 70 Schülern und abends nochmal 70 Schüler. Ja? Und man kann sich vorstellen, dass die Grundschüler beispielsweise auch nicht super regelmäßig in die Schule kommen, ja? Sodass jede Menge Schüler die Grundschule verlassen, ohne überhaupt schreiben oder lesen zu können. Ja? Und ein weiteres Problem ist HIV. Ja? Also dort sterben einfach die Lehrer. Ja? Und da ein beständiges Bildungssystem hinzubekommen, in dem die Schüler tatsächlich, die Kinder und Jugendlichen tatsächlich von Grund auf Allgemeinbildung erhalten, um dann später auch gute Berufe erlernen zu können oder tatsächlich auch der Weg geebnet wird in akademische Laufbahn oder Studienlaufbahn, da ist Mosambik, glaube ich, noch weit entfernt davon. Kulturschock. Ich war ja schon mal in Mosambik gewesen und beim ersten Mal war ich da in so einem Hotel untergebracht in Maputo. Maputo ist die Hauptstadt und Maputo, da ist so ein Innenstadtkern, der ist relativ, ja, soll ich sagen, westlich. Ja, also da wohnen auch die reichen Mosambikaner. Und da habe ich beim ersten Mal gewohnt und da war es eigentlich auch sehr angenehm. Ja, klar, logisch. Also es war natürlich schon etwas einfacher und anders als woanders, aber es war angenehm. Beim zweiten Mal jetzt war ich in einer anderen Stadt gewesen. Da war ich nicht in Maputo, sondern in Beira. Beira ist die zweitgrößte Stadt in Mosambik. Und es ist schon krass, wie groß der Unterschied ist zwischen der größten Stadt Maputo und der zweitgrößten Stadt Beira. Also in Beira ist es so, da gibt es keine größeren Hochhäuser oder ähnliches wie Maputo. Als zweitgrößte Stadt ist es relativ einfach. Überall Sandstraße, also es staubt da ziemlich, wenn man durch die Gegend fährt. Überall Schlaglöcher auf den Straßen. Also man muss aufpassen, dass man mit dem Auto nicht in diese Schlaglöcher reinfährt. Und auch von der Unterkunft her ist es was völlig anderes gewesen. Ja, also in Beira beispielsweise war es so, da kommt man in seine Unterkunft rein, das ist so ein Haus gewesen. Und dann stellt man erstmal fest, da läuft gar kein Wasser oder das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, ist gelblich. Und okay, dann testet man, ob das bei der Dusche genauso ist. Bei der Dusche war es nicht so, da kam gar kein Wasser raus. Und dann macht man den Vorhang zur Seite, um das Fenster aufzumachen und da kriecht so eine Eidechse vor. Und dann denkt man natürlich, Welcome to Africa. Ja. Man gewöhnt sich aber relativ schnell an die einfachen Bedingungen, in die einfacheren Bedingungen. Und man lernt dort auch, indem man die anderen beobachtet, die Mosambikaner beobachtet, wie sie mit der Situation umgehen, lernt man auch, dass man in ganz widrigen Situationen mit Kreativität und Pragmatismus ziemlich viel erreichen kann. Und insbesondere mit einer lockeren Einstellung. Wenn heute was nicht funktioniert, ja, okay, gut, dann funktioniert es morgen vielleicht wieder. Also wenn heute kein Wasser läuft, ja, dann läuft es morgen bestimmt wieder. Und heute helfen wir uns halt irgendwie anders. Und das ist eine ziemlich bereichernde Einstellung eigentlich. Das hat man auch an der Universität. Ja, wenn man dort ist und dann geht's Internet mal nicht. Naja, gut, das ist schon seit Monaten so, dass das Internet nicht so richtig geht. Aber ab und zu geht's, ja. Und wenn es geht, dann kann man es nutzen. Und wenn es nicht geht, dann hat man irgendwelche anderen Möglichkeiten, wenn man an Informationen kommt. Mosambik und Internet. Beim ersten Mal war ich ja dort und habe was erzählt über ja,
Einsatz des Computers im Mathematikunterricht, was da auch schon ziemlich abstrus eigentlich rüberkommt, weil dort in Schulen praktisch keine Computer existieren oder nur in Privatschulen oder in Schulen, wo reiche Mosambikaner hingehen. Trotzdem habe ich einen solchen Kurs gemacht, also insbesondere auch zur Internetnutzung. Mein Kollege dort vor Ort hat gemeint, dass das schon gut ist, dass man das macht, dass die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, die dort studieren, auch ein Bild davon kriegen, was man theoretisch machen könnte, wenn man diese Bedingungen hätte. Sie wollen nicht warten, bis sie die Technik haben. Sie wollen ihre Lehrerinnen und Lehrer vorher ausbilden. Und wenn dann die Technik kommt, dann sind sie bereit, die einzusetzen. Das ist eigentlich eine ganz gute und gesunde Einstellung. Und Internet gibt es auch in Mosambik. An der Universität funktioniert es ganz gut. In Maputo, in Beira, gab es Probleme. Also auch selbst an der Universität muss man damit rechnen, dass man keinen Internetzugang hat. Ansonsten gibt es auch Internetcafés und so. Also man kommt ins Internet. Und ich glaube, das Internet ist auch eine der größten Bildungsressourcen von Mosambik überhaupt. Das ist mir klar geworden, als ich jetzt einen Kurs gemacht habe zu wissenschaftlichem Arbeiten, und da war eine der Hauptfragen der Studierenden gewesen, wie komme ich eigentlich an Literatur? Und unser eins würde sagen, naja gut, Heidelberg, Universität Heidelberg, gehe ich in die Bibliothek, da stehen alle Journals rum und dann kopiere ich meinen Artikel raus oder so, oder ich lese es dort, oder ich bestelle irgendwas per Fernleihe und so. Und das alles kann man in Mosambik eigentlich nicht vergessen. Ja, sie haben null Infrastruktur für Bücher und Journalbeschaffung, sie haben kein Geld, um Journals zu kaufen und so. Also vor Ort gibt es eigentlich kaum brauchbare aktuelle Literatur. Ich habe jetzt die Bibliothek nicht komplett angeschaut, aber es ist zumindest schwierig, an Literatur zu kommen, wenn man sich für was Spezielles interessiert. Und da ist Internet natürlich grandios. Ja. Also insbesondere die Tools, die es einem ermöglichen, einen Blick in Literatur zu werfen, wie beispielsweise Google Books, das ist da gnadenlos eine der brauchbarsten Quellen überhaupt. Ja. Dass man einfach mal in einem Buch einen Blick werfen kann, dass es überhaupt nicht in Mosambik gibt und dass man auch nicht irgendwie beschaffen kann, das ist schon enorm. Also man kann über Google Books denken, wie man will, dass die Bücher gescannt werden, aber für solche Länder und für Studierende in solchen Ländern ist es einfach eine unerlässliche Quelle. Der Unterschied zwischen Studenten hier und Studenten dort. Sie sind eigentlich relativ ähnlich, kann man sagen, von den Arbeitsweisen her und die Inhalte, die in den Studien vorkommen, die sind auch relativ ähnlich. Also die Universität orientiert sich natürlich auch an internationalen Standards und deswegen gibt es auch so ein Austauschprogramm zwischen Maputo und unserer Hochschule, dort auch letztlich vergleichbare Inhalte gelehrt werden wie an anderen Hochschulen hier in sonst wo auf der Welt. Die Studierenden haben aber schon noch eine andere Haltung vielleicht, was das Lernen anbelangt. Also ich glaube, die Studierenden dort, denen ist ziemlich bewusst, dass Bildung ihre einzige Chance ist, auf ein angenehmeres Leben. Ja. Hier ist man ja relativ verwöhnt, sage ich mal. Also ob ich jetzt studiere oder nicht studiere, passieren kann mir eigentlich nicht viel. Dort ist es existenziell. Ja. Und das ist also einmal die Haltung. Eine andere Haltung ist, dass man relaxter mit der Situation dort umgeht. Also wenn mal was nicht funktioniert, wenn der Beamer gerade nicht funktioniert oder Internet nicht funktioniert, dann wartet man gerne auch einfach mal 20 Minuten. Ja, und das ist irgendwie kein Problem, weil es geht öfter mal was nicht und so und dann wartet man halt. Und in Deutschland würde man sich vielleicht früher beschweren, dass was nicht funktioniert oder so. Ja, und dann würde man vielleicht sofort eine Mail schreiben an den Studiendekan oder so, dass dies oder jenes nicht funktioniert. Man beschwert sich dann. Und diese Beschwerdekultur, die gibt es dort eigentlich in dieser Form nicht oder habe sie nicht so wahrgenommen, sondern man akzeptiert widrige Umstände, weil man es schätzt, wenn es funktioniert. Wie ist der Denkstil von Mosambikanern? Ich würde es vielleicht mal so für mich interpretieren.
Mir ist aufgefallen, dass mosambikanische Studenten häufig die Einstellung haben, dass sie gerne erzählt bekommen möchten, was sie lernen sollen. Das hat man in Deutschland auch ähnlich, aber dort ist es auch relativ krass, oder dort habe ich es relativ krass wahrgenommen. Ich wage mich mal nicht an Interpretationen heran, doch, ich wage mich heran. Also Mosambik ist ein gebeuteltes Land politisch. Ja? Mosambik war lange Zeit Kolonie gewesen von Portugal. Das heißt, die Menschen, die dort gelebt haben, waren einfach ja, Bewohner einer westlich geführten Kolonie und dementsprechend wenig gefördert. Ja? Dann gab es einen langen Befreiungskampf à la Che Guevara, nur eben auf mosambikanisch hat man eben einen Befreiungskampf geführt, gewonnen, und der war sehr linksorientiert, weswegen Mosambik dann lange Zeit auch sozialistisches Land war, mit starken Kontakten in die DDR. Also DDR war ein Partnerland gewesen, weswegen die dortigen, das dortige Personal an den Universitäten auch oft Deutsch spricht, weil die in Dresden beispielsweise promoviert haben. Und ja, seit der Umbruchzeit, Kommunismus, Sozialismus und so weiter, seitdem das alles so ein bisschen zu Ende gegangen ist, Zusammenbruch der UdSSR und so weiter, hat sich Mosambik immer mehr auf den Weg zur Demokratie gemacht. Die sind jetzt irgendwie so, ja, so eine Demokratie in einem sozialistisch geprägten Bett, so würde ich es mal sagen. Und die Menschen, die dort gelebt haben, die haben sozusagen schlimme Zeiten und verschiedene Zeiten durchgemacht und immer, ja, wie soll ich sagen, in Kontexten, in denen Individualität nicht besonders gefördert wurde. Mosambik hat keine Aufklärung gehabt. Ja, die haben keine Zeit gehabt, in denen es darum ging, dass der Wert des eigenen Denkens und der eigenen Individualität stark in den Vordergrund gerückt sind. Und das fehlt Mosambik irgendwie. Die westlich, also die europäischen Länder, die hatten sowas gehabt, ja, und dort unten hat das gefehlt. Man merkt, dass es Studierenden dort hilft, wenn man ihnen deutlich macht, wie viel Potenzial eigentlich in ihrem eigenen Denken, in ihrer eigenen Kreativität steckt. Das merkt man dann, wenn man beispielsweise an so etwas geht wie Programmierung, dass man Probleme löst. Sie sind relativ gut im Nachvollziehen von Problemen, von Programmen, von Problemlösungen. Aber wenn es dann an eigene Problemlösungen geht, an neue Probleme, dann zögern sie erstmal, sich daran zu wagen, habe ich den Eindruck. Ja? Und es wirkt schon so ein bisschen wie eine Befreiung, wenn sie merken, dass sie dass man ihnen zugesteht, dass sie selbst aus eigener Kraft auf kreative neue Ideen kommen, auf neue Lösungen. Das habe ich jetzt auch gemerkt beim Finden einer Forschungsfrage beispielsweise. Da hatten sie so die Einstellung, dass sie glaubten, dass sie eine Forschungsfrage bearbeiten müssen, die der Professor vorgibt. Und das war irgendwie ein Erlebnis für sie oder eine neue Haltung, eine neue Einstellung, dass sie selbst sich etwas suchen durften. Aber das hat man in Deutschland in ähnlicher Form, aber vielleicht ein wenig abgeschwächter. Auf Wiedersehen auf Mosambikisch. Mosambikisch gibt es natürlich nicht. Es gibt Portugiesisch, ist dort die Landessprache. Und es gibt zig Landessprachen, die je nach Region gesprochen werden. Aber so tief bin ich in diese Landessprache noch nicht eingedrungen, was da auf Wiedersehen heißt.